Ich denke, mittlerweile müsst ihr mich kennen, oder? Ja, ein bisschen gut. Ich werde nicht nach Paris fahren, um mitzuspielen. Also das mache ich nicht. Ich will schon ins Endspiel. Weil das Endspiel habe ich dann das Olympische Dorf. Das muss das Ziel sein. Ob wir es schaffen, werden wir sehen. Wir haben bis dahin noch Nations League wieder Qualifikation und. Wir haben ja noch ein paar Spiele dazwischen. Und die Art und Weise, wie sie das heute gespielt haben, war eigentlich das, was mir schon in Frankreich gewünscht hätte. Da haben wir zweite Halbzeit halbwegs gemacht, aber ich denke mal, heute haben wir es wirklich von Anfang an so gespielt, dass wir wirklich auch über die Grenzen gegangen sind zum Schluss. Wir müssen uns einfach besser belohnen für so einen Aufwand, den wir da betreiben. Und sonst, wie gesagt, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich habe gesagt, wenn die Mädels alles in die Waagschale werfen und auch bereit sind, über die Grenze hinauszugehen, dann sind sie schwer zu spielen. Das muss man einfach so sehen. Was wir brauchen, glaube ich, hat jeder gesehen, wenn wir die letzten Spiele mal alle zusammenfassen. Wir brauchen eine Konstanz, dass wir solche Spiele ein Stück spielen. Dass wir vielleicht ein schlechtes machen und vier gute. Da müssen wir halt hinkommen. Ich habe ja auch gesagt, wir sind unter den letzten vier. Vor drei Monaten hätte da kein Mensch eine Mark drauf gesetzt. Sind wir alle ehrlich. Da müssen wir halt bleiben. Lassen wir die Kirche beim Dorf. Aber wir sind wirklich auf einem guten Weg. Man hat, glaube ich, gesehen, auch mit Bobby, du kannst über lange Bälle agieren, du kannst nach unten agieren. Also wir sind schon in der Lage. Aber das können wir halt, glaube ich, alles. Es war schon richtig gut, aber es geht noch besser.